Die Märkte warten weiter auf die Inflationsdaten aus den USA am Donnerstag und es ist ein bisschen zäh, dünnvolumig. Es passiert nicht allzu viel, was die Aktienmärkte betrifft. Heute leicht freundlich, aber wie gesagt, relativ dünnes Volumen. Aber in diesem Video will ich mal den übergeordneten Zusammenhang dessen anreißen, was wir derzeit erleben, denn wir haben ja eine Phase des billigen Geldes gehabt, weil die Notenbanken gesagt haben, Mensch, wir müssen doch die Wirtschaft stützen. Dann sehen wir durch die Corona-Krise ein Missverhältnis zwischen Nachfrage und Angebot, weswegen dann es zur Inflation kommt. Die Geldmenge, die massive Ausweitung der Geldmenge wird also plötzlich zur Inflation und das wiederum wird jetzt die negativen Folgen des billigen, süßen Geldes zeitigen, denn es wird viele, viele Menschen in große Schwierigkeiten bringen, auch Unternehmen in Schwierigkeiten bringen, denn es ist ja eine Folge dieses billigen Geldes, dass die Vermögenspreise steigen, steigen also die Häuserpreise, steigen die Autopreise. Auf der anderen Seite sind die Kredite günstig. Das heißt, diejenigen, die Kredite wollen und brauchen, die nehmen sich Kredite, kriegen Kredite, weil das Geld locker sitzt. Auf der anderen Seite steigen eben die Preise, sodass die Leute sich immer mehr verschulden müssen. Wer also ein Haus kaufen will, der muss sich immer höher verschulden und ist dadurch natürlich extrem gehebelt, auch in der Erwartung, ja, die Preise steigen ja immer. Aber was passiert, wenn dann plötzlich die Dinge sich ändern, die Notenbanken aufgrund der Inflation die Zinsen anheben müssen? Dann werden die aufgenommenen, gehebelten Schulden sozusagen immer teurer. Das wird viele aus der Bahn werfen, Konsumenten aus der Bahn werfen, auch Firmen aus der Bahn werfen, die massiv Kredite aufgenommen haben. Im Endeffekt also kann man sagen, sind die Folgen der Notenbankpolitik des billigen Geldes asozial, denn die Reichen, die profitieren von den gestiegenen Assetpreisen in besonderen Maßen, während diejenigen, die versuchen, von diesen steigenden Assetpreisen auch zu profitieren, das aber nur über Kredit machen können, letztendlich aus der Bahn geworfen werden, sodass eben die Spaltung der Gesellschaft sich noch weiter vergrößert. Und all das wird heute illustriert durch Daten zu dem Kreditvolumen in den USA. Wir sehen das jetzt im vierten Quartal etwa in den USA, das Ansteigen der Kreditkartenschulden so stark war wie never ever before, um 333 Milliarden Dollar. Jetzt haben die Haushalte also 15,5 Billionen Dollar Schulden. Und das ist jetzt praktisch im vierten Quartal der größte Anstieg gewesen, seit es diese Erhebung gibt. Und hier unten sehen wir eine Grafik, die ist von Lance Roberts und zeigt, dass A, die Verschuldung pro Kopf, das ist die schwarze Linie oben, immer weiter steigt. Also wir sehen neue Rekorde. Durchschnittlich ist jeder Amerikaner oder hat Kredite im Volumen von 13.000 Dollar am Laufen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das Wirtschaftswachstum nicht mit den steigenden Preisen mitkommt, sodass da eine Lücke entsteht. Diese Lücke füllen die Amerikaner mit Schulden, vor allem über die Kreditkarte. Diese Lücke wird immer größer, weswegen auch die Schulden immer größer werden. Und wir sehen hier, wie die offiziellen Daten der New York Fed eben zeigen, dass es vor allem die gestiegenen Hauspreise und Autopreise und Lebenshaltungskostenpreise sind, die eben dazu geführt haben, dass die Leute mehr Kredit aufnehmen mussten, um sich das alles noch zu ermöglichen. Aber was passiert, wenn eben dann die Zinsen steigen? In den USA ist der meist der Zinssatz flexibel. Das heißt, dann steigt der Wert der Schulden, die Last der Schulden steigt und das, wie gesagt, wird die Leute ziemlich aus der Bahn werfen. Das wird bestätigt etwa jetzt durch die Small Businesses, die ja einen großen Teil der amerikanischen Wirtschaft darstellen. Hier sagen jetzt 61%, wir haben im Januar die Preise angehoben. Das gab es seit 1974 nicht mehr. 22% sagen immerhin, Inflation ist unser größtes Problem, also der Kostendruck ist unser größtes Problem. Und hier sehen wir eine wunderbare Grafik von Market, praktisch ein Institut, das die Einkaufsmanager-Indizes berechnet, diese Umfragen gestaltet. Und hier sehen wir in dieser Grafik, wie die Preise, das ist die blaue Grafik hier, weiter nach oben gehen, während die Produktion weiter nach unten geht. All das ist natürlich eine Folge von Corona durch eben die Lockdowns etc., durch Lieferengpässe, Materialmangel geht die Produktion nach unten, weil dann Güter Mangelware sind. Es gibt viel Nachfrage, aber wenig Angebot, gehen die Preise nach oben. Gleichzeitig aber
sehen wir, dass die Wirtschaft hier eben durch die absinkende Produktion im Grunde nicht mehr wächst, sodass wir dann jetzt schon, bereits jetzt schon in einer Stagflation sind. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, wie verschiedene Indikatoren zeigen, die ich vielleicht einer der nächsten Male dann bringen werde, dass die Einkaufsmanager-Indizes deutlich nach unten gehen werden in den nächsten Monaten. Also Wirtschaftsabschwung, aber die Inflation kommt nicht runter, nicht so richtig. Das ist ein unschönes Szenario, ist ein stagflationäres Szenario und das sind wir nicht mehr gewohnt und da müssen die Notenbanken agieren und die Firmen agieren jetzt schon, indem sie zum Beispiel ihre Ausblicke senken. Es gibt einen sogenannten Earnings Guidance Index, also praktisch ein Index, der entworfen wurde, um also die Aussagen der Unternehmen für den weiteren Ausblick zu zeigen und wir sehen, der ist das erste Mal negativ geworden seit dem Jahr 2009. Das Jahr 2009 war sozusagen der Ausläufer der Finanzkrise. Das war der Hochpunkt der Depression. Ab dann ging es so langsam bergauf. Also wir sehen, dass die Unternehmen das auch schon spüren. Abnehmende Wirtschaftstätigkeit bei gleichzeitig hohem Inflationsdruck. Giftig, weil eben die Kosten hoch bleiben, auf der anderen Seite die Absatzmöglichkeiten geringer werden, weil möglicherweise manche Leute eben rausgemändelt werden aus dem Konsumverhalten, die gehen pleite. Das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass irgendwann die Hauspreise beginnen zu fallen. Jetzt haben die Leute massiv kreditgehebelt diese Häuser gekauft, müssen dann verkaufen, können das nicht mehr stemmen, diese Kredite, dann kommt Angebot auf den Markt, dann fallen die Preise und dann haben wir wieder ein Szenario eines Dominoeffektes, so wie die Preise nach oben gegangen sind, etwa für Immobilien, so können die dann auch kaskadenartig wieder nach unten gehen, das ist genau das Thema und seltsamerweise Umfrage von Fannie Mae, großer Immobilienfinanzierer ja in den USA, halbstaatlich. Die Bedingungen, um ein Haus zu kaufen, sind so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Klar, weil die Amerikaner sehen, dass die Preise massiv nach oben gehen. Jetzt gehen auch durch die Aussagen der Fed die Mortgage Rates nach oben. Also die Immobilienkreditzinsen gehen nach oben. Das merken die Leute. Also steigen nicht nur die Hauspreise, sondern eben auch die Kredite werden teurer. Deswegen ist diese ganze Geschichte so ungünstig. Und wir sehen jetzt einen merkwürdigen Widerspruch. Wir sehen, dass eigentlich die Inflationserwartungen gar nicht steigen. Das sehen Sie hier in diesem Chart. Auf der anderen Seite aber sehen wir, dass die Anleiherenditen steigen. Wie kommt das? Nun, die Inflationserwartungen steigen nicht. Das sind ja auch Futures, die man handeln kann. Die steigen nicht, weil die Märkte davon ausgehen, oh, die Fed und die Notenbanken, die müssen die Zinsen anheben, was dann wiederum das Wirtschaftswachstum abbremst, was dann wiederum Inflation dämpfen wird. Das also die Inflationserwartungen, während die Anleiherenditen natürlich auf die Aussicht auf jetzt steigende Zinsen reagieren und dementsprechend die Renditen nach oben treiben. Eigentlich ein interessanter paradoxer Zusammenhang. Die Inflationserwartungen, die von den Märkten bepreist werden, steigen nicht, aber die Anleiherenditen tun das. Also hier sehen wir etwa mal die 10-jährige US-Staatsanleihe, die ganz nah an einem zentral wichtigen Widerstand ist, aus Ende 2019 bei 2,0%. Und ja, wir sind jetzt natürlich ein bisschen überhitzt in diesem Bereich. Das bärische Sentiment gegenüber Anleihen, Staatsanleihen ist sehr, sehr groß. Wenn die Kurse von Staatsanleihen steigen, dann fallen ja die Renditen und andersrum. Das heißt, wir sehen derzeit die Renditen steigen und die Kurse der Anleihen fallen. Deswegen, wenn die Leute sehr bärisch sind für die Anleihen, dann bedeutet das, dass sie weiter mit steigenden Renditen und fallenden Kursen rechnen. Während auf der anderen Seite eben so ziemlich alles abgehedged ist auf der Unterseite. Hedging on US stocks has risen to the highest level in almost 2 years, also fast das zweite oder fast das höchste Hedging sozusagen seit 2 Jahren, normalerweise ein Kontraindikator. Jetzt haben wir am Donnerstag ja die Inflationsdaten. Wenn wir das mit den Small Businesses gesehen haben, wenn wir die Mietpreisentwicklung gesehen haben, die jetzt allerdings wieder stagniert schon wieder, dann ist die Frage, wie kommt diese Zahl rein? 7,3% ist die Konsenserwartung, aber wir sehen, dass vor allem eben die Assetpreise gestiegen sind. Und hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen seit 2009, zwischen der Fed-Bilanz und dem S&P 500. Und da gibt es eine Abweichung ab 2016, 2017, das ist der sogenannte Trump-Effekt, also praktisch das Hochjubeln
der Aktienmärkte durch Donald Trump, durch immer neue Zuckerl wie Steuersenkung oder die Steuerreform etc. Aber irgendwann, als Trump dann weg war, dann geht das wieder parallel sozusagen, oder als man sich an Trump gewöhnt hat, ging das wieder parallel. Das heißt, die Märkte sind hochgradig abhängig von dieser Liquidität durch die Notenbanken. Und das Gefährliche für die Märkte ist nicht unbedingt die Zinsanhebung. Irgendwo ist da Schluss, weil sonst wird es gefährlich angesichts einer Verschuldung alleine in den USA von insgesamt über 80 Billionen Dollar, sondern es ist die Bilanzreduzierung, die letztendlich Liquidität aus den Märkten zieht und dann einen überteuerten Aktienmarkt gefährdet. Hier sehen wir mal, selbst wenn jetzt der S&P 500, also der Leitindex in den USA, 20% korrigieren würde, dann wären wir noch lange nicht mal an dem Aufwärtstrend des Jahres 2009 oder seit 2009. Also wir sehen, wie viel Luft da ist, gerade in den USA bei diesen Bewertungen, zweithöchste Bewertung ever, als die Fed beginnt offenkundig jetzt die Zinsen anzuheben. Nur 1999 war es noch krasser. Hier sehen wir mal, was in die Inflation einfließt. Diesen Chart werde ich nochmal zeigen am Donnerstag, wenn dann eben 14:30 die Inflationsdaten kommen. Shelter, also Wohnen, wenn man so will, etwa ein Drittel, dann Food, 14%. Und gerade Miete und Food sind ja teurer geworden. Energy 7,5%, natürlich auch sehr viel teurer geworden. Dann Medizingeschichten und so weiter und ein paar zerquetschte noch dazu. Aber wir sehen hier die großen Posten, die hier eine Rolle spielen. Kommen wir jetzt nochmal zum geopolitischen Geschehen. Wir sehen hier, die EU hat jetzt gesagt, wir werden so eine Art Chip-Initiative machen. Wir wollen also die Chip-Industrie hier stärken, wollen massiv investieren in die Halbleiterindustrie. Das ist Ihnen früh eingefallen, gell? Kaum hast du 2 Jahre Chipmangel, schon hat die EU eine Idee. Ne? Das ist ja mal, also die sind auf Zack, kann man sagen. Und wenn wir uns mal in die Niederungen der Inflation begeben, dann gibt es auch Inflation in der Kaffeetasse. Chibo musste jetzt die Preise anheben, weil die Kaffeevorräte, die Lagerhaltung an Kaffee ist so gering wie seit Jahren nicht mehr, nämlich seit 2 Jahrzehnten. Und wenn Sie mal in den Supermarkt gehen, dann sieht man zwar immer wieder so Sonderangebote an Kaffee, aber ein Kaffee kostet normal so 6,50 €. Früher war es dann so, da kam man dann für 3,59 € mal an einen Kaffee. Inzwischen ist es dann meistens 4,99 €. Also selbst bei Preisangeboten, bei Sonderangeboten geht es nicht mehr so weit runter. Und ja, es ist ein bisschen Beruhigung eingetreten in der Russland-Ukraine-Geschichte, nachdem Macron sich getroffen hat mit Putin. Dazu gleich ein Bild, das wirklich erstaunlich ist. Der Rubel jetzt auf dem höchsten Stand seit 4 Wochen, der ja lange unter Druck war. Die russischen Aktien, die extrem günstig sind, was das KGV betrifft, dürften davon auch ein bisschen profitieren. Und hier die EU-Kommission hat gesagt, also es ist nicht statthaft, hier Energie als Waffe einzusetzen. Tun sie das? Das ist die große Frage. Es sieht nach meiner Auffassung nicht so aus, wenn man mal genauer hinschaut. Dazu morgen dann mehr. Aber hier sehen wir mal das Bild Putin und Macron. Ein Wunder, dass die sich überhaupt noch gesehen haben. Keine Chance eigentlich, sich da zu verstehen. Da muss man schon wahrscheinlich telefonieren. Also ein skurriles Bild. Aber Macron sagt, also ich habe das wieder super hingekriegt. Wo ist eigentlich Olaf? Der will auch bald nach Russland. Aber das ist dann wahrscheinlich der 27., der Putin trifft. Der erste war jetzt Macron. Dementsprechend ist das mal wieder so ein bisschen sinnbildlich für die etwas passive Haltung, die Scholz bisher an den Tag gelegt hat. Hier noch 2 Hinweise. Wie entsteht Inflation? Das System gerät jetzt in Schieflage. Corona ist der Auslöser, dass diese massive Geldmenge plötzlich in Inflation umschlagen kann, mit den Folgen, dass eben dann diejenigen, die vorher mitschwimmen wollten, die sich vorher diese steigenden Vermögenspreise eingekauft haben, durch Schulden eingekauft haben, aus dem System ausgemittelt werden, besonders gefährdet sind. Und hier ein interessanter Artikel dazu von einem neuen Mitwirkenden bei Finanzmarktwelt, der Georg Habenicht. Und wir haben dann einen weiteren Artikel, Daytrading. Es ist das Gehirn, warum wir Verluste erhalten und Gewinne zu früh schließen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, ist es aber nicht, denn wer die Hirnfunktionen kennt, der weiß, warum wir wann wie agieren. Auch das ein hochinteressanter Artikel, werde ich Ihnen ebenso wie den Artikel zur Inflation unter dem Video verlinken und wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend. Ich sage Servus und Ciao.